Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 4,2 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, gleich vorweg, mir gefällt die Kamera sehr gut. Datenblätter will ich hier nicht kopieren und auch nicht Dinge beschreiben, die man vom Smartphone her kennt. Eher die Besonderheiten beschreiben, die für mich entscheidend sind, die Kamera zu nutzen, aber auch die mir etwas negativ aufgefallen sind. Entwarnung, viele der Dinge lassen sich abstellen oder entschärfen. Smartphone? Man kann nur nicht telefonieren. Liegt's an der fehlenden Telefon-App oder ist es hardwarebedingt? Alles andere funktioniert wie bei einem Android-Device. Witzig, wenn man sogar einen der VBT-Empfänger anschließt, fernsehen kann. Von der Seite der Software her ist also bei dieser Kamera mehr als genug Flexibilität und Funktionsumfang geboten. Selbst Samsungs eigene App für die manuelle Einstellung von Aufnahmeparametern bietet weitere Möglichkeiten. Als Softwareentwickler bin ich gespannt, ob Samsung ein SDK für diese Kamera herausgibt, so dass man in eigenen Android-Apps auf Besonderheiten wie Verschlusszeit, Blende etc. zugreifen kann. Dass die Kamera nicht ganz so kompakt wie sonstige Kompaktkameras ausgefallen ist, liegt wohl daran, dass das Vorschaudisplay nicht kleiner sein sollte. Für 21-fach Zoom ist die Kamera sehr flach und kompakt. Selbst, dass sie etwas schwerer ist, stört nicht, da es eher ein besseres Gefühl beim Festhalten gibt. Überhaupt nehme ich gern die Kamera in die Hand, wegen ihres Aussehens, der schlichten Form. Super fand ich Samsungs Angebot, einen Akku und Ladegerät gratis zu bekommen. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung.